Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Ball Z Kakarot. Puh, endlich sind wir wieder da. Ihr habt euch aber wirklich Zeit gelassen? Hast du ja ganz schön Zeit gelassen, was? Wer ist denn dieser Mini-Piccolo? Er ist ein Namekianer, oder? Wie heißt du denn, kleiner Mann? Ja, mein Name ist Dende. Hm, sieht aus, als hättet ihr einiges erlebt. Oh ja, das ist wohl wahr. Ich habe tolle Neuigkeiten von meinem Papa. Wirklich? Was ist? Das ist ja wunderbar. Son Goku ist jetzt gerade auf dem Weg hierher. Er müsste in ungefähr 6 Tagen eintreffen. Und wie ich hörte, hat er sich gestellt. Mein Papa kommt, hurra! Juhu! Da flattert er. 6 days remained until Goku would arrive on planet Namek. Viele Schergen zerstörten ein Namekianer-Dorf. Son Gohan und Krillin können den jungen Namen Dende nicht so über sein Schicksal überlassen. Son Goku, kannst du mich hören? Wo bist du? Bist du im Weltraum? Ach stimmt ja, du bist auf dem Weg nach Namek. Viel Glück bei der Suche nach den Dragon Balls. Moment mal, willst du etwa sagen, dass du keine Ahnung hast, was hier vor sich geht? Auf Namek passieren total verrückte Dinge. Verrückte Dinge? Aber darüber können wir später reden. Ich habe hier ein paar Gäste. 4 Personen, die du nur allzu gut kennen kannst. Moment, du meinst doch nicht etwa. Sie haben mich gebeten, sie noch härter als dich zu trainieren. Hey, Son Goku, hörst du mich? Wir haben Gott in der anderen Welt getroffen. Und er hat uns von diesem Ort erzählt. Du sagtest doch, es wären 4, oder? Dann sind Yamachu, Tenshin, Han. Warte, ist Piccolo auch dabei? Ich werde nicht zulassen, dass du als einziger stärker wirst. Shaozu ist auch bei uns. Gott hat an ein paar Strippen gezogen und uns um unseren Körper zurückgeholt, damit wir hier trainieren können. Ganz schön cool von ihm, was? Klasse, freut mich für euch zu hören. Ich trainiere auf meiner Reise nach Namek auch ein bisschen. Ich habe mein Raumschiff so umgebaut, dass es für extra intensives Training die 100-fache Schwerkraft simulieren kann. Aber wenn ich nicht innerhalb der nächsten 5 Tage stärker werde, habe ich ein ziemlich heftiges Problem. Das sagst du bereits. Was genau passiert denn dann? So, Goku hat Meister gehört und den anderen erklärt, was geschehen ist. Was? Oh, du meinst, da draußen gibt es jemanden, der noch stärker ist als Vegeta? Moment mal, du redest da doch nicht wohl etwa über Freezer, oder? Kenn ich nicht, ich habe noch nie von einem Freezer gehört. Kennst du den vielleicht, Meister Kaio? Hör mal, Son Goku. Wenn es wirklich Freezer sein sollte, dann halt dich von ihm fern. Wenn du mit dem Ärger hast, hast du echte Probleme. Das sage ich nicht nur zu deiner Sicherheit, sondern zur Sicherheit der Erde, Nameks und aller anderen Planeten dieses Universums. Ist der wirklich so stark? Irgendwie würde ich ihn jetzt gerne treffen. Komm ihm auf keinen Fall zu nahe, verstanden? Niemals. Freezer-Style können den jungen namens Dende von ihnen retten. An anderer Stelle beginnt Vegeta seine Suche nach den Dragon Balls. Ich suche nach einem Ältesten. Ich bin hier, um den Dragon Ball zu holen. Kampf um die Dragon Balls. Ja, das ist gerade ein Haufen Energie verschwunden. Wirklich? Es werden noch mehr Namekianer getötet. Und der Täter besitzt eine Energie, die mir sehr vertraut ist. Es ist Vegeta. Jetzt will nicht nur Freezer unsterblich werden, sondern auch noch Vegeta. Wenn wir einen der Dragon Balls finden und verstecken könnten, könnten die beiden sich nichts wünschen. Aber sie werden weiter Namekianer umbringen, bis sie alle Dragon Balls gefunden haben. Wer seid ihr? Woher kommt ihr und woher wisst ihr von den Dragon Balls? Bitte rettet mein Volk, wenn ihr könnt. Ja, also. Krillin erzählt die Geschichte. Nun ja, wenn du das schon weißt, ich glaube, ich verstehe, was los ist. Na los, folgt mir. Ich bring euch zum Oberältesten. Was?
Oberältester, was wollen wir da? Diese Monster, die unser Dorf überfallen haben, haben schon 4 Dragon Balls. Nicht nur das. Hast du nicht gesagt, dass dort noch mehr Leute getötet werden? Ja, ich glaube, ich weiß, wer das war. Wie geht da? Ihre Energie. Sie ist weg. Es ist niemand mehr übrig. Dann gibt es nicht mehr viele Namekianer auf diesem Planeten. Oh Mann, selbst wenn wir den Dragon Ball in dem Dorf finden sollten, das Vegeta angegriffen hat, fehlt immer noch einer. Moment, hat nicht der Oberälteste den letzten Dragon Ball? Gar nicht gut. Wenn Vegeta ihn vor uns in die Finger bekommt, hat er den 7. Dragon Ball. Wir müssen uns beeilen und den Oberältesten warnen. Ich gehe mit Dendes, Hangoran und Bulma. Ihr zwei wartet hier. Es wäre Unsinn, wenn wir alle gehen. Richtig, seid vorsichtig. Ihm darf nichts passieren. Zeit, ihn zu verstecken. Vegeta hat den Dragon Ball in den See geworfen. Solange er am Grund des Sees liegt, kann er unmöglich gefunden werden. Wenn es stimmt, dass Freezer und seine Würmer 5 haben, dann ist da draußen nur noch einer. Diese Stärke, das ist Zabon, ganz sicher. Er wird sich bald Dodoria anschließen in der Hölle. Sieh mal einer an, wenn das mal nicht Zabon ist. Weißt du, deinem Freund Dodoria bin ich schon begegnet. Er ist mauso tot und du wirst es auch bald sein. Was? Du hast Dodoria besiegt? Deshalb ist er nicht wiedergekommen. Ich kann das nicht glauben. Wie ich höre, habt ihr all eure tollen Scouter verloren und musstet euch aufteilen, um die namekianischen Dörfer zu suchen. Was wohl heißt, dass Freezer die Dragon Balls hat, die du bisher gefunden hast? Sei verflucht. Freezer wird nicht alle in seinen dreckigen Finger bekommen. Dafür werde ich sorgen. Einen habe ich schon gefunden und die anderen gehören auch bald mir. Was? Was ist für ein Move? Galactic Gun! Lass mich mal bitte in Ruhe. Wow, jetzt hat er mich voll getroffen. Da bist du aber genau in den Strahl geportet, mein Freund. Oh, Vegeta hat Stufe 25 erreicht. Trotz allem konntest du mir nichts anhaben. Du bist besser geworden, das muss man dir lassen. Aber dir scheint die Schwere deines Fehlers nicht klar zu sein. Du hast meine wahre Macht erweckt. Du bist wirklich lustig, dann zeig mir mal deine Stärke. Oh, Vegeta, das möchtest du nicht. Das wirst du bereuen, Vegeta. Mach dich auf meine glorreiche Transformation gefasst.
Verflucht seist du. You must feel pretty foolish. You went to all that trouble to grow stronger, and for what? Nothing. And here's something else you probably didn't know. Lord Frieza also hides his true power behind transformations. But... Oh, he passed out. I'm afraid I can't let you die just yet. I still have a lot to ask you. I can't believe I'm actually providing aid to a traitor like you. Once you're fully conscious, you're going to tell me where you've hidden the Dragon Ball. There it That's is. It? Was? Hey, War. Hey, nee. You're okay. Es geht dir gut? Schön, dass du in Sicherheit bist, denn der Oberälteste kennt deine Lage. Ihr dürft eintreten, der Oberälteste wird euch jetzt empfangen. Okay. Schluck, der ist ja riesig. Willkommen, junger Erdling. Ich muss mich bei dir für die Rettung meines kleinen Dendel bedanken. Ich bin dir dankbar. Nun ja, ich habe gar nichts Großartiges getan. Es schmerzt mich, dass die meisten meiner Kinder auf diesem Planeten solch finsteren Angreifern zum Opfer fallen. Ich hätte nie gedacht, dass die Dragon Ball, das Symbol der namekianischen Weisheit und Stärke, solches Kleid hervorrufen könnten. Entschuldige meine Direktheit, aber könnte ich mir das Ding da mal ausleihen? Ich werde nicht zulassen, dass die Schurken es in die Finger bekommen, versprochen. Ich möchte auch, dass er ihn bekommt. Wenn die Erdlinge die Dragon Balls haben, können sie sich ihre zur Erde zurückwünschen. Was? Auf der Erde gibt es auch Dragon Balls. Ist oder war dort ein Namekianer? Ja. Ach ja, ich habe gehört, dass einer vor einer Krise auf Namek zur Erde geflohen ist. Das muss Katas Sohn gewesen sein. Es überrascht mich wirklich, dass ein Kind die Reise überlebt hat. Wenn ich mich recht erinnere, war er ein talentiertes Mitglied des Drachenclans, der Schöpfer der Dragon Ball. Aber wie ist er gestorben? War es ein natürlicher Tod oder wurde er getötet? Er wurde getötet von einem Saiyajin namens Nappa. Junger Erdling, bitte tritt vor. Ich möchte in deine Vergangenheit blicken. Meine Vergangenheit? My goodness. He split himself in two to combat the evil in his own heart. Meine Güte, er hat sich zweigeteilt, um das Böse in seinem eigenen Herz zu bekämpfen. Wie dumm, solche außergewöhnliches Potenzial so zu verschwenden. Wenn er ganz geblieben wäre, wäre ihm sein schreckliches Schicksal erspart geblieben. Eins geblieben? Moment mal, heißt das, dass wenn Gott und Piccolo wieder vereint sind, Piccolo seine Kraft zurückbekommt? Nun gut, ich sehe, dass du gute Absichten hegst und dass du bereit bist, große Tapferkeit bewiesen hast. Ich werde dir diesen Dragon Ball anvertrauen. Allerdings wirst du dir nichts wünschen können. Was willst du damit sagen? Leider werde ich nicht mehr lange auf dieser Welt verweilen. Mir bleiben nur noch ein paar Tage. Denkst du, du kannst diese schrecklichen Teufeln, die anderen Dragon Balls, entreißen? Du bist zwar stark, aber ich fürchte, das ist unmöglich. Wenn ich erst fort bin, werden die Dragon Balls aufhören zu existieren. Ich verstehe. Dann müssen wir wohl einfach tun, was wir tun können. Ich werde auf den Dragon Ball aufpassen und ihn mit meinem Leben beschützen. Danke sehr. Ich muss schon sagen, für einen Erdling scheinst du ziemlich stark zu sein. Aber ein Großteil deiner Stärke liegt noch verborgen und ungenutzt da. Wie schade. Bitte lass mich in dir ruhende Stärke entfachen. Was soll das heißen? Ich habe garantiert keine verborgene Stärke mehr. Ich meine, ich bin schon an der Obergrenze. Oh, wo kommt denn diese gewaltige Kraft her? So stark habe ich mich noch nie gefühlt. Das ist einfach unglaublich. Warte. Dürfte ich vielleicht einen Freund hierher mitbringen? Bestimmt besitzt er noch mehr verborgene Kräfte als ich. Ja, bring ihn bitte her. Wir können beim Kampf für die Gerechtigkeit jeden Verbündeten gebrauchen. Okay, ich bin gleich mit ihm zurück. Warte hier mal, Dende. Ich werde es von Gohan holen, okay? Okay, sei vorsichtig. Oh. Wir haben den ältesten Aufstieg. Sauber. Hey! I bet it is!
Bestimmt. Aber was ist mit dem hier? Die 5 hier hat wahrscheinlich dieser Freezer. Und hey, der hier ist vollkommen allein. Moment, das ist das das Dorf, wer Vegeta überfallen haben soll? Aber Vegeta ist nicht dort. Ich kann seine Energie nirgendwo in der Nähe spüren. Ach, ich glaube, ich verstehe. Er hat das Dorf zwar überfallen, aber den Dragon Ball nicht gefunden. Leih mir bitte mal den Radar, Bulma. Ich werde diesen Dragon Ball finden. Los geht's. Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ein Küchengerät und eine Ressourcenmaschine in der Höhle gelassen. Du kannst sie bei Bedarf gerne benutzen. Man sollte immer auf alles vorbereitet sein. Jawohl, nicht... Nichts als das Bulmas Kapselhaus. Was hast du denn da? Ah, hier kann man Sachen kaufen, ne? Kaufen und verkaufen können wir. Ah, sehr gut. Was können wir denn hier noch verkaufen? Was schön Geld bringt. Der ist da. Was haben wir denn da für einen? Ein namekianisches Opfer. Sieh mal einer an. Ich habe einen Namekianer-Zwerg gefunden. Du weißt vielleicht etwas über die Dragon Ball, also komm mit. Das lassen wir nicht zu, dass er dich weiter quält. Halt, aufhören, lass ihn in Ruhe. Wer zur Hölle bist du? Die Namekianer haben nichts Falsches getan. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie so behandelt. Oh, jetzt dürfen wir die wieder verprügeln. Du bist jetzt in Sicherheit. Bleib weg. Was? Du bist einer von ihnen, oder? Keine Sorge, bin ich nicht. Ich glaub dir nicht. Alle aus meinem Dorf wurden von Leuten aus dem Weltraum umgebracht. Du bist auch aus dem Weltraum, oder? Du bist auch böse, stimmt's? Der Junge hat eine Menge durchgemacht. Deshalb traut er niemanden, der nicht von seinem Planeten stammt. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte dein Dorf retten, aber ich war nicht schnell genug. Was? Ich bin hier, um zu helfen, ganz ehrlich. Du hast Hunger? Halt den Mund, was geht dich das an? Ich kann dir etwas zu essen besorgen, wenn du willst. Wir müssen nur Wasser trinken. Moment, Namekianer brauchen also nur Wasser zum Überleben? Wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass Piccolo gegessen hat. Hey, warte mal. Son Gohan hat etwas saures Wasser gesammelt und mitgebracht. Hier, trink das. Du hast dir die ganze Mühe gemacht. Nein, irgendwas stimmt da nicht. Du hast es vergiftet, oder? Es ist nicht vergiftet, es ist einfach nur Wasser. Naja, gut. Tut gut, oder? Ja. Was ist los? Stimmt was nicht? Ich kann kein Wasser mehr trinken. Was? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Offenbar stimmt etwas mit seinem Körper nicht. Wie wäre es mit ein paar Früchten? Früchte? Die habe ich noch nie probiert. Ich hol dir ein paar, warte hier. Es sollten an den Bäumen in der Umgebung Früchte geben, die ich einsammeln kann. Suche als namekianische Früchte.
Oh, jetzt kommt ihr schon wieder. Das ist super rein, mein Freund. Hier haben wir noch eine. Und da haben wir noch zwei Sachen. Ah, hier wird wieder ziehen. Oh, kommt der uns wieder in die Gegend? In die Quere. Dann mal zurück zu den Namekianern. Hi. Hier, ich habe dir ein paar Früchte mitgebracht. Magst du sie nicht? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur noch nie eine Frucht gegessen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ja, stimmt. Komm, ich zeig's dir. Nachdem Son Gohan den Namekianer Kind gezeigt hat, wie man die Frucht schält, probierte er sie. Und was sagst du? Ist sehr bitter. Oh, tut mir leid, ich hätte die Frucht vorher wohl besser vorher probieren sollen. Aber man kann sie schon essen. Ich glaube, mir geht's wieder etwas besser. Das ist alles noch ganz neu für mich. So etwas habe ich noch nie zuvor gespürt. Ja, was ist denn hier los? Vielleicht weiß Bulma ja etwas. Könntest du hier einen Augenblick warten? Ich muss da etwas überprüfen. Ich bin gleich zurück. Na komm, die Aufgabe machen wir jetzt noch hier fix in der Aufnahme fertig. Oh, du bist zurück. Hast du irgendwelche Dragon Balls gefunden? Nein, aber es gibt da etwas, über das ich mit dir reden muss. Ich bin vorhin auf diesen Namekianer-Kind gestoßen. Und ja, ich habe ihm dann stattdessen Früchte gegeben. Verstehe. Weißt du vielleicht, was hier los ist? Naja, es ist nur eine Vermutung. Aber der ganze Stress, den er durchgemacht hat, könnte in seinem Kopf und in seinem Körper Abnormalität ausgelöst haben. Sein Körper zieht keine Nährstoffe mehr aus dem Wasser. Stattdessen muss er jetzt über Nahrung versorgt werden. So wie unser Körper auch. Wirklich? Und wie bringen wir das wieder in Ordnung? Keine Ahnung, das gehört nicht zu meinen Fachgebieten. Son Gohan kehrt zu den Namekianern zurück. Das ist ihre Meinung dazu.
Das ist es also, was mit meinem Körper geschieht. Keine Sorge, ich bin sicher, dass sich dein Körper irgendwann von selbst erholen wird. Irgendwie fühle ich mich schlecht, weil ich nicht mehr für dich tun kann. Deshalb habe ich dir noch ein paar Früchte mitgebracht. Die werden dir hoffentlich helfen, noch eine Weile über die Runden zu kommen. Wieso bist du so nett zu mir? Was? Wieso ich so nett bin? Weil ich das Richtige ist. Das Richtige? Ja, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, sollte man ihm helfen, oder? So machen wir das zumindest auf meinem Planeten. Haha, es gibt wirklich schlimme Außerirdische. Aber ich bin froh, dass es auch nette Außerirdische wie dich gibt. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Son Gohan und du? Ich heiße Necke. Son Gohan, ich habe es gerade wirklich schwer. Aber zu wissen, dass es auch nette Leute wie dich gibt, macht es mir hier etwas leichter. Ich werde versuchen, stark zu bleiben. Klasse, und ich werde tun, was ich kann, um dir zu helfen. Oh, nochmal 7000 und eine D-Medaille. Perfekt. So, wir werden jetzt erstmal hier wieder speichern. Und für uns heißt das jetzt auch erstmal wieder ein Folgenpäuschen hier. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.